Weiter geht es mit Bauen und Wohnen und jetzt mit einem Interview mit der Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen Baden-Württemberg, Nicole Rassavi. Frau Rassavi, die Menschen draußen schütteln eigentlich nur noch den Kopf. Erst werden die Fördergelder für den Neubau nahezu komplett gestrichen und jetzt möchte Minister Habeck, dass wir alle Wärmepumpen einbauen. Verstehen Sie, dass die Menschen draußen verärgert sind? Das verstehe ich voll und ganz. Wir haben letztes Jahr, als die Zinsen stark gestiegen sind, hat die Bundesregierung mit der Streichung von KfW-Förderprogrammen reagiert. Hat da schon zu Irritationen gesorgt und viele, die bauen wollten, hatten keine Möglichkeit zu finanzieren. Jetzt haben wir weiter Inflation, haben eine Energiekrise und genau in dieser Situation schreibt die Bundesregierung den Austausch von Heizungen vor, ohne genau zu sagen, wie Otto Normalverbraucher das dort bewerkstelligen soll. Da fehlt Klarheit, das führt zu Irritation und auch hier gilt, es braucht Förderung, es braucht Anreize und man muss die Menschen an der Hand nehmen und ihnen auch sagen, wie man das, was man von ihnen fördert, wie sie das umsetzen sollen. Und das fehlt mir aktuell, deswegen kann ich diese Irritation gut verstehen. Aber jetzt muss die Politik alles dafür tun, die Menschen mitzunehmen. Ein weiteres Thema, das die Menschen beschäftigt, ist die Grundsteuer. Viele haben Angst, dass sie viel mehr bezahlen müssen. Ist das denn so? Also zunächst mal muss man wissen, dass das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, dass wir beim Thema Grundsteuer das Ganze wieder ins Verhältnis bringen müssen. Deswegen dieser ganze Aufwand. Man macht ihn nicht, weil mehr Geld in die Kasse kommen soll, sondern weil es bundesweit eine Ungerechtigkeit bei der Bewertung gibt. Jetzt ist es natürlich für alle Eigentümer in der Tat ein schwieriger Prozess. Aber nachdem die eigenen Daten jetzt abgegeben wurden, kommt es ja jetzt auf die Kommunen an, wie die dann ihre Hebesätze, wenn notwendig, neu bewerten. Also wir sind ja jetzt erst noch vor dem letzten und dritten Schritt und jetzt sind die Kommunen gefordert, über ihre Hebesätze gegebenenfalls nachzudenken, dort wo eine Schieflage entstanden ist. Speziell in Baden-Württemberg ist die Grunderwerbsteuer mit 5% relativ hoch, die Bayern haben 3,5%. Doch wie ich jetzt gehört habe, soll es Pläne geben, dass vor allem die Leute, die das erste Mal bauen, entlastet werden. Wie sehen diese Pläne aus? Ja, wir sind in Baden-Württemberg bei 5%. Ich bin aber der Meinung, in den letzten zwei Jahren, vor allem auch durch Ukraine-Krise, Energiekrise, haben sich die Bedingungen verschärft. Und das macht vor allem für junge Familien das Schaffen eines Eigenheims, sich den Traum vom Eigenheim zu verwirklichen, fast unmöglich. Und ich hoffe, dass die Ampel, die ja versprochen hatte, eine Länderöffnungsklausel zu schaffen, um die Voraussetzungen zu schaffen, Freibeträge für den Ersterwerb zu ermöglichen, dass diese Länderöffnungsklausel endlich auf den Weg gebracht wird. Weil ich glaube, wir müssen vor allem Ersterwerber dabei unterstützen. Und das sind ja in der Regel die jungen Familien, sich den Traum vom Eigenheim ermöglichen zu können. Derzeit ist der Wohnungsmarkt sehr angespannt. Einer Ihrer Leitsprüche ist, jede Wohnung zählt. Wie darf man den verstehen? Wir erleben auf dem Wohnungsmarkt eine sehr negative Entwicklung. Projekte werden entweder auf Eis gelegt oder komplett abgesagt. Und das ist kontraproduktiv zu dem erheblichen und großen Bedarf, den wir haben. Das heißt, jede Wohnung, die nicht neu gebaut wird, verschärft die Situation. Und deswegen sage ich ganz klar, jede Wohnung zählt, die entweder saniert wird oder neu gebaut wird. Und wir müssen alles dafür tun, dass der Motor eben nicht ausgeht. Man hat derzeit den Eindruck, dass die Wohnungsbauwirtschaft komplett am Boden liegt und dass ohne Förderung überhaupt kein Neubau mehr möglich ist. Wir haben es aktuell mit einer ganz giftigen Mixtur zu tun aus Materialpreissteigerungen, Zinssteigerungen, weggebrochenen Förderprogrammen und vielen mehr, vor allem auch ausgelöst durch den Ukraine-Krieg. Und gerade in der Situation braucht es Anreize, braucht es Abbau von Hürden und braucht es Unterstützung für die vielen Eigentümer, damit sie überhaupt noch bauen, weil niemand muss eine Wohnung bauen. Und vor allem auch für die vielen Eigentümer, die in ihr Eigenheim investieren sollten, um es wieder fit zu machen, um zu sanieren. Und hier sehe ich aktuell eine große Irritation, die uns nicht hilft.
Wenn man mit der Wohnungswirtschaft spricht, dann heißt das, wir können gerade überhaupt nicht mehr neu bauen unter einem Mietpreis von 17 bis 19 Euro. Wer soll sich das überhaupt noch leisten können? So ist es. Da sind wir weit weg von dem, was für Otto Normalverbraucher machbar ist. Im Schnitt wissen wir, sind es jetzt 16,50 Euro. Im Neubau in Stuttgart sind es weit über 20 Euro. Und es zeigt ja, also wenn wir wollen, dass der Motor im Wohnungsbau nicht komplett zum Erliegen kommt, braucht es kluge Förderprogramme und Anreize, auch steuerliche Anreize, damit überhaupt noch investiert wird. Und zwar für den kleinen privaten Investor, genau so wie das große Unternehmen, den großen Investor. Und zum Abschluss kann ich ja sagen, viele ärgern sich immer über die Ämter, dass alles viel zu langsam ist. Und jetzt soll es ein digitales Bauamt geben. Wie soll das denn aussehen? Also mir geht es darum, dass wir alle Hürden abbauen, die Planen und Bauen verkomplizieren und Investoren gegebenenfalls auch abschrecken. Und wir müssen auch beim Planen und Bauen beim Genehmigen einfach schneller werden. Und die Digitalisierung gibt uns die Möglichkeit. Und deswegen gehen wir das digitale Bauamt jetzt mit großen Schritten an. Das heißt, von der Antragstellung über die Bearbeitung bis zur Genehmigung einen voll digitalen Bauantrag und Bauantragsverfahren. Wir sind hier auf wirklich gutem Weg. Von 208 Baurechtsbehörden sind jetzt schon 182 mit an Bord, die in einem Pilot Versuch hier im Mai mit uns starten werden. Und wir wollen hier mit großen Schritten vorankommen, um das auch für die Bauwilligen zu vereinfachen. Hey, liebe User, wenn euch unser Beitrag gefallen hat, dann lasst uns ein Gefällt mir da und abonniert bitte unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen oder auch Vorschläge habt, dann einfach kräftig kommentieren.